Anja dran. Hallo zusammen, es ist schön, dass ihr alle da seid und es sind ja doch eine ganze Menge Leute geworden und das freut uns wirklich unglaublich. Ich bin eigentlich nicht die Rednerin, ich singe nur, aber ich sollte hier heute auch was sagen und habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht. Und das sind ein paar Gedanken zu diesem Land und die möchte ich gerne mit euch teilen. Denn mein Land hat oft Weltgeschichte geschrieben. Es wurden Täler durchschritten, auch moralisch, und Höhen erklommen, auf vielfältige Art und Weise. Aber die Menschen in meinem Land lernten ständig dazu und verbesserten so ihre Lebensbedingungen kontinuierlich. So schaut mein Land mit Stolz zurück auf jahrhundertealte Kultur und Tradition, auf seine großen Dichter und Denker, Komponisten, Architekten, Naturwissenschaftler, Ingenieure und Handwerker, die viel Gutes erfanden und schufen, und auf unsere Bauern, die für prächtige Felder sorgten und sorgen und für saftige Wiesen für unser Vieh. Mein Land hegt und pflegt seinen Mittelstand, denn dieser ist der Motor der Gesellschaft. Mein Land steht für die freie Entwicklung und Entfaltung seiner Menschen, für gute, ausreichende Ernährung aus vorwiegend heimischer Landwirtschaft, weil verstanden wurde, dass man Bauern ihre Arbeit einfach machen lassen muss, ohne überbordende Verbote, Regeln und Zwänge. Mein Land hat eine Kirche samt geistlichem Personal, die nicht politisch, sondern christlich handelt. Mein Land hat eine politisch unabhängige Rechtsprechung, die auch die Politik überwachen kann. Und Staatsanwälte sind hier nicht weisungsgebunden. In meinem Land stehen die Menschen geschlossen zueinander. Einer der schlimmsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts sagte mal sinngemäß: Ich garantiere die Freiheit der Rede, aber nicht die Freiheit nach der Rede. Darum steht mein Land für eine Berichterstattung, die kritisch ist und hinterfragt und den Regierenden auf die Finger schaut und nicht dem Volk. In meinem Land gibt es klare demokratische Prozesse und Meinungsfreiheit. Und jeder kann nach seiner Fasson sprechen, leben und handeln, ohne dafür Repressalien, Diskriminierung bis hin zur Existenzvernichtung befürchten zu müssen. In meinem Land sind Menschen verpönt, die eine politische Ideologie vertreten und diese anderen Menschen aufzwingen wollen. In meinem Land genießt die Familie als Kern einer gesunden Gesellschaft den größten Schutz, selbst vor staatlicher Willkür. Und genau deshalb dürfen in meinem Land Kinder noch Kinder sein. Sie dürfen spielen, toben, Streiche aushecken, beim Keksebacken in der Küche die Küche einsauen und mit aufgeschlagenen Knien nach Hause kommen und sich von den Eltern trösten lassen. Sie dürfen ihre Umwelt erkunden und alles andere selbst erlernen, wenn sie heranwachsen und für das Leben reifen. Mein Land steht für Frieden und internationalen Dialog und nicht für Säbelrasseln und Sanktionen. Mein Land hat echte Volksvertreter, die ihr Volk vertreten und nicht verkaufen. Die es nicht wagen, die hart arbeitenden Menschen mit immer neu ausgedachten Steuern, Abgaben und Bußgeldern zu schröpfen, um damit ihre eigenen Taschen zu füllen oder es großzügig und sinnlos an Außenstehende zu verteilen. Mein Land ist souverän und selbstbewusst und lässt sich von keinem anderen Land, von keiner Nichtregierungsorganisation und keinen milliardenschweren Oligarchen sagen, was es zu tun und zu lassen hat. Das ist mein Land. Doch dieses Land ist nicht Deutschland. Danke. Wie weit wird's gehen? Wo werden wir stehen? Sind wir nur noch Knechte oder der Souverän? Ein Leben in Freiheit, in Liebe und Stolz, geschnitzt aus den Menschen im richtigen Holz. Doch der Weg dahin scheint noch so lang, denn der Deutsche ist noch zu hörig und bang. Sie zeigen es offen, was sie begehren. Wir sind die Sklaven und sie unsere Herren. Tradition und Kultur gehen vorbei. Die Menschheit entwurzelt im Einheitsbrei. Sie nehmen uns unsere Identität. Wenn wir nicht bald aufstehen, dann ist es zu spät.
angebliche Seuche und Gendermüll. Klimaschwindel und die Masse hält still. Die Alten vereinsamt, Kinderseelen zerstört. Zu viel stumme Schreie, die niemand je hört. Der Gesellschaft bequem und indoktriniert. Scheint es egal, was mit ihr noch passiert. Neues Feindbild kreieren, den Schein muss man warm. Der Michel schluckt es wieder einmal. Er hinterfragt nicht, macht jeden Mist mit. Tanzt auf Befehl im Wechselschritt. Er glaubt alles blind, will das Unrecht nicht sehen, um obrigkeitshörig in den Abgrund zu gehen. Wollt ihr im Winter freiwillig frieren? Armut und Hunger durch Nichtstun riskieren, nichts mehr besitzen und unglücklich sein, total kontrolliert werden, obendrein. Wenn ihr nicht erwacht, haben sie leichtes Spiel, die Menschheit zerstören, das ist ihr Ziel. Macht euch endlich gerade, erhebt euer Haupt, Stimme und werdet laut. 11:55 ist es bereits, schließt euch uns an, es ist an der Zeit. Und buckelt nicht mehr, sondern seid voller Stolz, wacht auf und erkennt, wir sind das Volk. Und nochmal, macht euch endlich gerade, erhebt euer Haupt und eure Stimme und werdet laut, denn 11:55 ist es bereits. Schließt euch uns an, es ist an der Zeit. Und buckelt nicht mehr, sondern seid voller Stolz. Wacht auf und erkennt, wir sind das Volk. Nein, buckelt nicht mehr, sondern seid voller Stolz. Wacht auf und erkennt, wir sind das Volk. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Anja. Wollt ihr im Winter freiwillig frieren, Armut und Hunger durch Nichtstun riskieren, nichts mehr besitzen und unglücklich sein, total kontrolliert werden obendrein, wenn ihr nicht erwacht, haben sie leicht...